iPhone 5, Wasserschale. Und platsch. Ich weiß, was du denkst. Hat der Idiot gerade wirklich sein iPhone 5 ins Wasser geworfen? Ja, habe ich, aber keine Sorge, ich habe es da vorhin eine wasserdichte Hülle getan. Und genau um diese Hülle geht es in diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn du dieses Video mit deinen Freunden teilst, die auch ein iPhone haben oder einfach technikaffin sind. Viel Spaß bei diesem Review. So, meine Lieben, bevor wir die Hülle wieder in Aktion sehen, müssen wir den Theorieteil von diesem Video abarbeiten und wir fangen auf der Rückseite an und da stehen die vier Schutzeigenschaften dieser Hülle. Waterproof, Dirtproof, Snowproof, Shockproof. Also man kann das Handy in dieser Hülle bis zu 2 Meter unter Wasser nehmen, es ist vor Dreck geschützt, ebenso wie vor Schnee und man kann es sogar aus bis zu 2 Metern fallen lassen, ohne dass es kaputt geht. Die Vorderseite von dieser Hülle kann man richtig cool aufklappen und dann ist gleich das Produkt präsentiert, was ich jetzt rausholen werde und euch genauer vorstelle. So, machen wir mal ein kleines Unboxing und schauen, was hier alles drin ist. Hier ist der Adapter für die Unterwasserkopfhörer, die ihr dann benutzen könnt. Das ist die Oberseite und hier unten ist noch ein Fake-Papier-iPhone. Dann ist hier die Bedienungsanleitung. Normalerweise machen wir immer einen riesen Bogen um Bedienungsanleitungen. In diesem Fall kann ich euch nur empfehlen, das durchzulesen. Ihr wollt sicher nicht, dass euer iPhone nass wird. Ein Mikrofasertuch, um das Ganze zu pflegen. Und das ist dann die Unterseite. Okay, ich habe die Bedienungsanleitung schon mal ein bisschen durchstudiert. Und da werden wir darauf hingewiesen, dass wir erstmal diesen O-Ring, nennen Sie es, testen müssen. Beziehungsweise optisch inspizieren müssen, ob der auch gut sitzt. Ansonsten kann da Wasser in die Hülle dringen. Das Ganze sieht gut aus, ist auch kein Dreck drin, keine Haare, kein gar nichts. Als nächstes erzählen sie uns, dass wir dann die Hülle schließen müssen und einen Wassertest durchführen, ohne dass das Handy drin ist. Natürlich einfach, um sicher zu gehen, dass das Ganze auch fest ist. Okay, dann schließen wir mal die Hülle. Ups. So, einfach hier auflegen und dann an allen Seiten schön fest zudrücken. Ihr hört, wenn es ein bisschen einrastet, dann haben wir es fest genug gedrückt. Dann hier unten natürlich auch noch den Ladeanschluss verschließen und schauen, dass auch der Kopfhörereingang gut zugeschraubt ist. So, ich mache nochmal eine kleine Runde hier, damit wirklich alles fest zu ist. Und jetzt dann machen wir den Test, ob das Ganze auch wasserdicht ist. Und dazu habe ich hier einfach ein Wasser in die Schale getan und lege jetzt die Hülle rein. Die schwimmt oben, deswegen stelle ich jetzt hier meinen massiven Bierkrug drauf. Und wir schauen jetzt einfach, ob das Ganze hält. Die Hülle war 1 Stunde unter Wasser, genau wie es in der Anleitung stand. Und wir kontrollieren jetzt, ob sie auch dicht gehalten hat. Ich mache sie außen ein bisschen trocken und dann schauen wir uns das von innen an. Wir luren schon mal rein. Sieht trocken aus, aber gleich wissen wir es genau. Okay. Ein bisschen Platz kreieren. Und jetzt klappen wir das hier unten. Und ein kleiner Trick, wenn ihr eine Münze hier reinlegt, dann könnt ihr die hier einfach drehen und die Hülle geht leichter auf. Also, aufziehen. Und ich mache noch meine Hand trocken. Absolut trocken. Die andere Seite. Die Tropfen, die ihr seht, sind alle außen. Also hat perfekt gehalten. Super. Okay, dann lasst uns das iPhone mal im Wasser versenken. Folgendermaßen geht das in die Hülle. Wir drehen die einmal um und schieben dann das iPhone hier rein, drücken es runter. Und jetzt noch die Rückseite fest drauf. Es muss wieder schön überall einrasten. Okay, das sieht schon mal gut aus. Jetzt noch die linke Seite fest zudrücken. Und hier unten Ladeanschluss zumachen. Hier schauen, ob das fest zugedreht ist. Ich drehe nochmal eine Runde zur Sicherheit, nicht, dass ich hier mein Handy vor laufender Kamera ruiniere. Okay, dann zeige ich euch noch, dass die ganzen Funktionen nicht eingeschränkt sind. Also man kann das Display perfekt bedienen, die Farbwiedergabe ist unverändert, auch die Knöpfe an der Seite, also lauter und leiser gehen. Hier kannst du alles... Ups, so. Auch der Mute-Knopf funktioniert, da muss man aber ein bisschen fester drücken. Und auch hier oben kann man alles perfekt bedienen. Okay, ich würde sagen, es ist soweit. Wir lassen das iPhone 5 mal tauchen gehen. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl, sein niegelnagelneues iPhone
in Wasser zu schmeißen. Ich kann kaum hinschauen, aber kann ja nichts passieren, wa? Okay. Perfekt. Was jetzt leider nicht mehr geht, ist, dass man das Display verwendet unter Wasser. Also man kann dieses Touch-Display nicht verwenden, wenn es nass wird. Aber wenn man zum Beispiel Videos machen will oder Fotos schießt, dann kann man das ja auch mit dem Lauter- und Leiser-Knopf machen. Ihr erinnert euch, die Hülle schützt auch vor Stürzen und ich lasse das Handy jetzt mal aus 1,50 Meter circa fallen. Und wir schauen uns das mal an. Es sieht aus, als wäre hier nichts passiert, also das hält die Hülle auch aus. Nun lege ich das iPhone in die Wasserschale, damit ihr seht, dass die Kamera auch unter Wasser geht. Ich hole noch schnell meine Katze. Keine Sorge, kein Tier wurde bei den Dreharbeiten verletzt. Okay, jetzt checken wir mal die Musikwiedergabe mit der Hülle aus. Also die Rückseite vibriert hier so ein bisschen mit und es hört sich irgendwie nicht so gut an wie ohne Hülle, würde ich sagen. Aber wir können es auch unter Wasser schmeißen. Und wir hören die Musik immer noch relativ deutlich und wenn wir unter Wasser wären, würden wir sie natürlich auch hören. Das Video ist gleich zu Ende und ich bin euch noch ein paar Informationen und ein kurzes Fazit schuldig. Als erstes zeige ich euch, wie man den Adapter für die Kopfhörer reinmacht. Und zwar schraubt ihr einfach hier unten auf und dreht dann den Adapter rein. Auf der anderen Seite kommen dann eure wasserdichten Kopfhörer rein. Zwei Nachteile hat diese Hülle aber. Und zwar ist es manchmal für die andere Person schwer, ihn zu verstehen, wenn man telefoniert. Deswegen wäre es für viele Telefonierer sinnvoll, wenn sie immer ein Headset dabei haben, falls es wirklich mal zum ernsthaften Problem kommt. Zweiter Nachteil ist, man kann diese Hülle nur in etwa 50 Mal abnehmen und wieder auftragen, ohne dass sie ihre wasserdichte Funktion verliert. Also wenn man in den kritischen Bereich kommt, dann sollte man wahrscheinlich mal wieder einen Test durchführen, ohne das iPhone drin zu haben, um zu schauen, ob es noch geht. Aber ich finde, die Vorteile überwiegen absolut. Die Hülle ist super leicht, fühlt sich gut an der Hand, ist nicht dick, ist nicht klobig und hat einfach diese wahnsinnigen Schutzfunktionen, die ihr in diesem Video gesehen habt. Also man kann das Handy jetzt einfach ins Wasser schmeißen oder man kann es fallen lassen und es wird einfach nichts passieren. Sand, Dreck, Staub, Schmutz, alles kein Problem mehr. Deswegen bin ich wirklich ein wahnsinniger Fan von dieser Hülle. Die gibt es übrigens auch in Schwarz zu kaufen. Der Link dieser Hülle wird in der Beschreibungsbox sein. Man kann sie direkt beim Hersteller bei Lifeproof kaufen für 80 Dollar. Damit das Glück, dass der Dollar ziemlich schwach ist momentan und dass nur circa, ich glaube, ich habe 62 Euro gezahlt sind. Und klar ist das ein stolzer Preis für eine Hülle, aber sie hat halt wirklich Top-Funktionen, sieht gut aus und man muss auch keine Display-Schutzfolie mehr kaufen, weil das natürlich hier auch geschützt ist. Also Freunde, ich hoffe, das wird euch gefallen. Bitte gebt doch einen Daumen hoch, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten. Es gibt immer coole neue Videos über technische Produkte wie das iPhone, aber auch andere Smartphones und Tablets. Ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.